Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr habt das Thumbnail gesehen, ich weiß noch nicht genau, wie der Titel ist. Und ich habe mir gedacht, ich werde euch ein bisschen, gerade jetzt, wo wir eben die Zeit haben, weil immer nur so zwischendurch ein paar News kommen, ein bisschen Einblick in mein richtiges Arbeitsleben sozusagen bringen. Ich mache ja nicht YouTube und Twitch und die ganzen Kontakte, die man da pflegen muss und Placements, die man angeboten bekommt. Da muss man da mit Partnern verhandeln, mit Sponsoren, mit Loot und JBL ist neuer Sponsor von mir. Der rüstet mich und euch jetzt mit Headsets aus. Also sehr, sehr cool. Ich arbeite ja aber auch noch nebenbei 40 bis 50 Stunden die Woche in meinem Büro. Das heißt, ich leite eine Immobilienfirma. Wir kaufen Wohnungen, wir verkaufen Wohnungen, wir betreuen Eigentümer, die eine Wohnung besitzen, wir verkaufen Häuser, wir planen ganze Gewerbekomplexe, all diese Sachen. Ich habe ja auch meine Ausbildung nach der Bundeswehrzeit noch zusätzlich gemacht zum Immobilienkaufmann. Das heißt, ich habe es wirklich gelernt und lerne es im Prinzip immer noch, obwohl ich schon seit ein paar Jahren mit der Ausbildung durch bin. Und da gibt es jeden Tag neue Geschichten, wo man lachen muss, wo man manchmal weinen muss, wo man sich wirklich denkt, wie kann es sein? Als Hintergrund, Leute, ich lebe in Hamburg. Ich habe ja mein Büro in Schleswig-Holstein. Das ist direkt an der Grenze bei uns. Wir haben 9 Mitarbeiter, für die ich verantwortlich bin. Wir haben Buchhalter, wir haben Makler. Also wir haben extra Leute, die nur kaufen, verkaufen, organisieren. Dann haben wir unseren Bereich, wo wir beides machen und. Und da passiert einfach immer wieder Dinge. Und ich habe mir gedacht, während wir eins der geilsten Games aller Zeiten spielen, ich zeige euch das, Modern Warfare 19, was übrigens mittlerweile auf meiner Skala höher ist als Vanguard, weil Vanguard einfach so ein richtig scheiß Game ist, werde ich euch einfach ich weiß nicht wie oft, ein- oder zweimal die Woche, während wir irgendwie eine Runde zocken und hier mal reinschauen, das machen wir auch. Aktuell übrigens, wenn ihr das hier guckt, ist ein Modern Warfare 19 Suchen und Zerstören Stream da. Das heißt, ihr könnt auf Twitch gerne vorbeischauen, wenn ihr wollt. Ja, und ich erlebe halt auf der Arbeit so viele Dinge. Also ich hatte einmal mit richtigen Terroristen zu tun, die sich in die Luft gejagt haben. Da weiß ich noch nicht, ob ich da jetzt so viel drüber erzählen will. Zu Schaden gekommen ist keiner außer denen selber. Verrückte Leute, normale Leute und. Gunrunner, Gott sei Dank, eine der besseren Maps in diesem Game. Und ihr braucht hier nicht das High-Gameplay in Modern Warfare erwarten. Es ist meiner Meinung nach immer noch kein gutes COD. Und es waren viel zu viele Entscheidungen hier, die getroffen worden sind, damit wirklich Anfänger hier ihre Safe Spaces haben. Aber Just for Fun spielen kann man auf jeden Fall. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was man hier so aktuell in einem Multiplayer spielt. Ich nehme einfach mal das hier. Oh. Aus. Okay. Runde startet 3 gegen 2. Ist ja auch scheißegal. Wir können ja auch 1 gegen 1 spielen in einem Herrschaftsrunden-Multiplayer-Game. Ach, ich weiß nicht. Also, ich hab's natürlich jetzt auch ohne FOV, weil ich es mir ja damals auf der. Erstmal legen. auf der Konsole gekauft habe. Das nächste COD wird auch das erste COD sein, was ich tatsächlich nicht für die Konsole kaufe, sondern für den PC. Also, ich. Ich kenne manche Karten schon. Also ist jetzt alles irgendwie nicht so Neues. Aber es ist trotzdem irgendwie komisch, weil es ist halt wirklich kein COD, was ich jetzt wirklich aus dem FF kenne, wo ich irgendwie verschiedenste Maps schon mal gespielt habe oder. Ich habe ein bisschen Spielzeit. Ich glaube, am Anfang vom Game hatte ich da eine Woche circa. Und hab nach einer Woche dann damals gesagt, Claymore, huge. Und hab nach der Woche damals gesagt, nee, das will ich nicht weiterspielen. Also, Aktion folgendes. Ich bin ja für die Wohnung von einigen Leuten zuständig. Wieso ist hier einfach keiner? Soll ich jetzt? Zwei Ziele gesichert. Er ist genauso ein Wichser wie ich. Ich bin ja dafür zuständig, wenn einzelne Kunden von uns Probleme mit ihrer Wohnung haben. Oder Fragen bezüglich Finanzierung oder sonstigen Sachen, dass ich mich darum kümmere. Das ist eine unserer Aufgaben von uns als Unternehmen. Und das mache ich ja auch sehr gerne, weil das meiner Meinung nach ein sehr fairer Job ist. Man hilft Leuten mit ihrer Investition. Manche kaufen sich eine Wohnung und leben da drinnen. Manche kaufen sich eine Wohnung und vermieten. Und vermieten die Wohnung dann.
Die machen das, weil sie damit dann in dem Fall Geld verdienen wollen. Die zahlen dann diese Wohnung in der Regel ein paar Monate ab oder ein paar Jahre bei den meisten. Und wenn sie diese Wohnung abbezahlt haben, bekommen sie ja trotzdem immer noch die ganzen Mieteinnahmen zu dem Ganzen und es ist für die eine Altersvorsorge. Und letzten Freitag, das heißt einen Tag her, ruft mich eine Kundin. Ich kann natürlich hier in diesen Videos dann nie die Namen dazu sagen. Leute, das ist ja Privatsphäre, aber ich denke, so anonym wie es geht, kann man durchaus darüber sprechen. Diese Kundin ruft mich an vor ein paar Tagen und sagt mir, Herr, ich habe folgendes Problem. Bei mir in der Wohnung sind Kakerlaken. Und glaubt mir, Leute, Kakerlaken sind so mit das ekligste, was man haben kann. Ich sag, okay, so irgendwie sind die jetzt neu da oder schon länger und sie haben es bisher versucht selber zu behandeln. Sagt sie, nee, die sind neu, ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Das ist eklig. Okay, sag ich, kein Problem. Ich komme vorbei. Das ist ja dann eine meiner Aufgaben, nicht die Kakerlaken an sich zu entfernen, sondern eine Lösung zu finden, dass diese Kakerlaken verschwinden. So, und dann sage ich zu ihr, ist in Ordnung. Oh mein Gott, also dieses Game ist wirklich so voll mit Leuten, die irgendwo... schrecklich. So, und dann bin ich mit dem Kammerjäger dahin und der Kammerjäger sieht diese Viecher halt. Und es waren irgendwie, gesehen hatten wir 7, 8 Stück. Die waren alle so ein bisschen Richtung Kühlschrank versteckt. Haben sich so dahinter gelegt. Was macht er denn da? Und dann sagt er zu mir, ja, wir können das bekämpfen. Ursache unbekannt. Ist ja auch erstmal egal, wo sie herkommen. Hauptsache, sie kommen weg. Also sind wir da in der Wohnung vielleicht 10 Minuten oder sowas. Nicht länger. Ich war im Prinzip nicht mal wirklich selbst in der Wohnung. Das hat alles der Kammerjäger gemacht. Ich bin da ja sowieso keine Hilfe. Ich kann Ungeziefer nicht bekämpfen. Ich weiß nicht 100%, wie das funktioniert. Ich bin ja nur der, der es nachher beauftragt. Das wird dann von der Gemeinschaft, von der Frau mit allen anderen gezahlt. Und in der Regel ist das Thema dann fertig. Die Arbeiten sind dann unternommen worden. Und keiner braucht sich mehr im Nachgang drum kümmern. Das habe ich alles so veranlasst. Die Viecher wurden bekämpft. Oh oh. Sind dann verschwunden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie toll. Oh Gott. Also Leute, nur, ich sag's nur jetzt schon mal, ich habe meinem ganzen Leben nicht eine einzige Nuke in diesem Game gemacht. Das einzige COD, was ich jemals gespielt habe, wo ich keine Nuke habe. Also wirklich gar keine. Ich war nie gut genug dafür. Und ich fürchte auch, ich werde wohl niemals eine machen. Das heißt, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen nervös. Die Frau ist auf jeden Fall versorgt worden. Der Kammerjäger ist dorthin gefahren, war ja da, hat alles bekämpft, alles in Ordnung. Jetzt Freitag. Oh mein Gott, das ist ein Blödsinn. Jetzt am Freitag, Leute, bin ich dann im Büro, in unserem Büro. Guck ein bisschen die Post durch. Die Post, die bei uns reingeht, weil ich verantwortlich bin für uns alle, geht immer über meinen Tisch. Oh Gott, ich weiß. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo sind diese Gegner? 10 Abschüsse. Easy, ich brauche nur noch 20. 20 Modern Warfare. Übrigens, Leute. Jeder. Nein, ich wusste es. Jeder in diesem Game hat mittlerweile 50 Leben mehr, weil sie ja 50 Leben in Rebirth und Warzone mit reingemacht haben. Und dadurch, dass es eine Applikation ist, haben sie geschrieben, sie können es gar nicht ändern. Ihr habt jetzt alle 50 Leben mehr in Modern Warfare. Finde ich. Also ich finde es generell gut. Das Game fühlt sich auch im Suchen zerstören, finde ich, mit 50 Leben mehr einfach so viel besser an. Weil diese absolut lächerliche Time to Kill weg ist. Aber es ist natürlich trotzdem peinlich, dass man irgendwie gezwungen ist, das so zu machen, weil man woanders eine Änderung haben will. Auf jeden Fall gucke ich in die Post jetzt am Freitag und es ist so ein gelber Zettel. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal bekommen habt. Von der Behörde, von der Stadt ist das dann meistens. Und da habe ich schon geahnt, so, okay, also gelber Brief ist irgendwie ein bisschen eigenartig erstmal. Aber gucken wir doch mal, was es ist. Ich schaue also, mach sie auf
Und es ist Post von der Polizei bei uns in Schleswig-Holstein mit der Anzeige drin und mit dem anberaumten Termin tatsächlich zum Verhör. Ich habe dann 2 Wochen Zeit. Da kann man dann schriftlich im Prinzip seine Stellungnahme angeben bei der Polizei. Und das Ganze geht dann ab dem Punkt weiter zur Staatsanwaltschaft, glaube ich. Und da werde ich angezeigt, Leute, von dieser Eigentümerin, die ja meine Kundin ist, die mich dafür bezahlt, dass ich ihr helfe. Ich werde von ihr angezeigt, dass ich, jetzt haltet euch fest, ich diese Kakerlaken bei ihr platziert habe. Mit Absicht. Ich. Also erstmal muss man dazu sagen, warum in Gottes Namen, wenn ich nicht mal wirklich einen Fuß in der Wohnung hatte, sondern ja nur der Kammerjäger, sollte ich bei ihr Kakerlaken verteilen? Also mit welcher Begründung? Ich habe ja, wenn ich das machen würde, mehr Aufwand als sonst. Wisst ihr, weil wenn da erstmal, also es macht gar keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass ich irgendwo Kakerlaken platziere. Vor allen Dingen, wie soll ich denn das machen? Soll ich die Kakerlaken mit dabei gehabt haben? Oder soll ich sie denn ausgesetzt haben? Oder, also das macht schon so für mich überhaupt gar keinen Sinn. Also wirklich, diese Idee, wenn das eine Idee ist, ich weiß ja nicht, wie sie darauf kommt, ist natürlich kompletter Schwachsinn. Ich habe nirgendwo Kakerlaken hingelegt, um jemanden zu ärgern. Das ist mein Beruf, da kann ich nicht einfach so eine... Also ich würde die Viecher gar nicht anfassen wollen. Also das macht schon mal überhaupt gar keinen Sinn. Dann habe ich jetzt noch weiter überlegt. Und dann steht da, oder es steht da nicht, aber das ist das, was ich vermute. Beziehungsweise sie hat es angedeutet, wohl bei der Polizei. Ich hatte ja mit der Polizei gesprochen, das ist eine Bearbeiterin von dem Ganzen. Übrigens 38 zu, ich kann nicht sehen, wie viel Tode ich habe, weil sie angezeigt wird. Aber gute Runde eigentlich. Und hat sogar Spaß gemacht, was mich ehrlich gesagt eigentlich am meisten überrascht. Also hat sie mich angezeigt und will, weil sie jetzt ja selber, bei Ungeziefer ist es so, dass man in solchen Gemeinschaften selbst für die Kosten aufkommen muss. Sie will also mich jetzt anzeigen, mir das unterschieben, dass sie diese Ungeziefer und Schädlinge in der Wohnung hat, damit sie die Kosten dafür nicht tragen muss. Die Frau sitzt in einer Wohnung, die einen Wert von ca. 450.000 bis 470.000 Euro hat. Lebt nicht am Existenzminimum, das ist ihr Eigentum. Das heißt, wenn sie es verkauft und dann muss man abziehen, was für Raten sie noch übrig hat, hätte diese Frau locker 300.000 bis 450.000 Euro auf dem Konto und weigert sich, 100 etwas Euro ist die Rechnung von dem Ungezieferbekämpfer, diese Rechnung zu zahlen. Das heißt, ich darf mich jetzt mit dieser Anzeige rumplagen. Die wird natürlich zu 99,9% nicht einmal irgendwo zu Gericht gehen. Aber ich muss mich trotzdem erstmal drum kümmern. Das muss man sich mal vorstellen. In meiner normalen Tätigkeit als Verwalter dieser Anlage. Da gibt es in so einem Haus immer 2, 3 Beiräte. Die sind so ein bisschen unterstützend da. Das sind auch Eigentümer dort. Mit denen kann man so Dinge noch kurz besprechen. Am Ende müssen wir trotzdem selber entscheiden und denen habe ich das Freitag mitgeteilt. Da gab es jetzt auch keine Antwort, weil es war halt erst Freitag. Aber da seht ihr mal, so als kleines Beispiel, was für einen Schwachsinn manche Leute sich ausdenken, weil sie so geldgeil sind, dass sie lieber lügen und betrügen, anstatt so eine Rechnung für Ungeziefer zu zahlen, die man sich selbst zuzuschreiben hat. Leute, ich werde euch gerne die nächsten Tage, Wochen mehr über die Arbeit erzählen. Schreibt gerne Fragen rein, wenn ihr Fragen zu dem Job habt, wenn ihr Fragen dazu habt, irgendwie, wie die Ausbildung läuft oder was man können muss, was man bedenken muss. Ich kann euch da gerne irgendwie drüber beraten. Ihr könnt auch gerne auf Twitch vorbeischauen. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein.